Hallo alle zusammen, heute geht's um eine 13-Euro-Gaming-Maus. Ja, das ist richtig. Eine 13-Euro-Gaming-Maus, taugt eine solche denn überhaupt etwas? Dabei handelt es sich um die Vexing T60. Gut, um genau zu sein, der Hersteller heißt Zelotes. Tut mir leid, falls ich das falsch ausgesprochen habe, aber YOLO! Also was können wir nun von so einer Maus erwarten? Kann sie überhaupt für richtiges Gaming genutzt werden? Auf Amazon.de ist sie derzeit zu ungefähr 13 Euro erhältlich. Danke an Vexing fürs Zuschicken der Maus. In der Verpackung bekommen wir eine Wahnsinnsmenge an Zeugs. Die Maus selbst eigentlich ziemlich groß und die Anleitung auch auf Deutsch. So, los geht's! Dies ist eine optische Gaming-Maus, keinen blassen Schimmer, um welchen Hersteller oder um welches Modell es sich bei dem Sensor handelt. Was ich aber weiß, ist, dass sie bis zu 7200 DPI in 6 Stufen unterstützt. 800, 1600, 2400, 3200, 5400 und offensichtlich 7200. Die maximale Beschleunigung liegt bei 20G, die linken und rechten Maustasten sollen scheinbar 5 Millionen Klicks standhalten, das Scrollrad 1,2 Millionen, Gewicht rund 130 Gramm, 1,8 Meter langes USB-Kabel. Was nun das Aussehen betrifft, für mich macht die T60 einen deutlich teureren Eindruck, als was sie eigentlich wirklich kostet. Nicht vergessen, es sind nur 13 Euro. Der Grip ist sehr gut, zumindest für mich. Die Oberfläche ist sehr weich gummiert und die linke Seite verfügt über eine ordentliche Kunststofftextur. Wie ihr sehen könnt, sind eine größere Menge an LED-Zonen an Bord, deutlich mehr als die Durchschnitts-Gaming-Maus. Die Farben blenden geschmeidig ein und aus, 7 Farben. Also die Ästhetik und Ergonomie wissen mich hier bereits sehr zu überzeugen, keine Beschwerden. Nennenswert ist auch das mit Nylon ummantelte USB-Kabel. Insgesamt verfügt die T60 über 7 Tasten. Keine davon ist allerdings programmierbar, es gibt keine Software. Es ist ein einfaches Plug-and-Play-Gerät. Dennoch erhalten wir die standardmäßigen Vor- und Zurück-Tasten sowie einen DPI-Schalter, der uns ermöglicht, zwischen 6 Voreinstellungen von 800 bis hinauf zu 7200 DPI umzuschalten. Leider sind die Sprünge ziemlich hoch. Zum Beispiel, man kann sich entweder für 1600 oder den nächstmöglichen Sprung entscheiden, 2400. Ein deutlich zu großer Sprung meiner Meinung nach. 1900 oder 2000 fehlt. Das ist der Sweet Spot, zumindest empfinde ich das so. Eine interessante Ergänzung ist die sogenannte Feuertaste, welche, wenn durch 3-sekündiges Runterhalten aktiviert, sozusagen doppelt feuert, im Grunde genommen doppelklickt mit nur einmaliger Betätigung. Ich bin mir nicht ganz sicher, wo das groß eine Hilfe beim Spielen sein soll, aber durchaus interessant. Bevorzugt hätte ich hier allerdings eher eine Sniper-Taste, welche die DPI im selben Moment auf 400 oder so herabsetzt. Auf der Unterseite 4 Mausfüße, welche aber nicht die üblichen sind, wie wir sie auf den meisten Mäusen so zu sehen bekommen. Auf sehr glatten Oberflächen oder Stoff-Mauspads kommt es zu einer gewissen Reibung, die mich stört. Auf raueren Oberflächen, groben Mauspads beispielsweise, gleitet die Maus perfekt. Die Links- und Rechtstasten sowie das Scrollrad fühlen sich gar nicht einmal billig an. Das war eine nette Überraschung. Der optische Sensor liefert in der Tat ziemlich ordentliche Präzision, aber eben nur auf der richtigen Oberfläche. Nach mehrstündigem Gebrauch muss ich sagen, der Komfort ist spitze. Also im Großen und Ganzen scheint die Vexing T60 ein außerordentlich gutes Angebot darzustellen um nur 13 Euro. Aber es gibt auch einige Schattenseiten. Eine davon, es gibt absolut gar keine Möglichkeit für eine Programmierung irgendwelcher Tasten, keine Software ist vorhanden. Die Mausfüße sorgen auch nicht gerade für die beste Kompatibilität, nennen wir es einmal so, von Oberfläche zu Oberfläche. Also eine rauere wäre für diese Maus empfehlenswert. Und die letzte Sache, die mich an der Maus etwas stört, ist der große Sprung zwischen 1600 und 2400 DPI. Für Leute wie mich, die etwas dazwischen benötigen, nun scheint dies wohl die falsche Maus zu sein. Aber vergessen wir nicht den wahnsinnig niedrigen Preis von nur 13 Euro. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist hier erste Sahne, ganz klar. Kein Wunder also, dass ich diese Vexing T60 Gaming-Maus definitiv empfehlen kann. Goldauszeichnung. Die Maus ist definitiv mehr als verwendbar. Somit können wohl auch billige Produkte manchmal glänzen. Danke sehr fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video.